soweit nichts Neues drin. Hast du dir hier schon diese Kleinanzeige durchgelesen? Ach du Scheiße, die ist ja winzig. Ja, die sieht man ja kaum. Ah, 100 Kilometer Marsch. Familie Kelly sucht Freiwillige für Osterspaziergang. Ich glaube, da schabt der Maulwurf. Es geht wieder los. Tschüss, Frau. Tschüss, Kind. Die Pflicht ruft. So, und von hier an geht's nur noch zu Fuß weiter. Falls ihr uns noch nicht kennt, mein Name ist Willi und mein Name ist Hans Holt. Wir sind beide 34 Jahre alt und aus dem wunderschönen Herzen Sachsens. So sieht's aus. Ihr fragt euch sicherlich, was machen die da überhaupt? Wir bereiten uns direkt auf die Herausforderung vor. 20 Kilometer. Eine gerade Linie. Direkt durchs Gelände. Das Ziel ist klar definiert. Also worauf warten wir noch? Während wir jetzt hier kurz Pause machen, wollen wir natürlich auch was von uns erzählen. Warum eignen wir uns überhaupt für dieses Format? Wir haben Erfahrung. Richtig. Wir sind mehrmals im Jahr mehrtägig draußen auf verschiedenen Wandertouren. Außerdem, wir können filmen. Das heißt, ob GoPro, ob richtige Kameras, Drohne, was auch immer man zur Verfügung gestellt kriegt, das wissen wir ja noch nicht, wie das abläuft. Wir wissen, was gut aussieht. Und wir sind ein eingespieltes Team. Wir kennen uns schon viele Jahre und haben nicht nur das ein oder andere Abenteuer zusammen erlebt, sondern auch schon unsere eigene Survival-Show nicht nur erfunden, konzipiert, sondern auch umgesetzt. 5 gegen Willi. Um es vielleicht einfach nochmal kurz zu fassen. Ich kann alles, aber nichts davon richtig. Und ich kann nur weniges, aber manches davon richtig gut. Es ist tatsächlich so, als ob wir uns unser ganzes Leben auf genau dieses Format vorbereitet haben. Ja, die Herausforderung spricht uns ganz besonders an, weil wir das Konzept wirklich sehr gut finden. Und falls die Frage überhaupt im Raum stand... Ja, wir werden genauso antreten, so wie wir jetzt hier sitzen. Mit altem Zeug natürlich. Das hier mit den Bewerbungen ist schlimmer als beim Arbeitsamt. Weiter geht's! Sollten wir genommen werden, dann haben wir hohe Ambitionen. Wir wollen nicht nur gewinnen, sondern wir wollen auch, dass ihr was davon habt. Für uns zählt neben der sportlichen Leistung natürlich auch der Unterhaltungsfaktor. Für euch. So, während wir jetzt kurz hier Pause machen, ich würde mich mal ums Essen kümmern und du kannst dann nochmal
gucken, wo wir jetzt genau sind. Mmh. Kochen! Du Willi, ich will es ja ungern zugeben, aber ich glaube, wir sind im Kreis gelaufen. Hä? Wie kommst du da drauf? Naja, da steht unser Auto. Auto, Auto! Du hörst dich an wie ein Kleinkind. Foto, Foto. Foto. Foto.